Ja, läuft. Dann machen wir. Judy, Hunter, willkommen bei Sexessiv TV. Hi. Kurz und knapp. Nein, erstmal coole Sache, dass du dir Zeit genommen hast, weil du bist etwas im Stress, hektisch. Produktionsstress. Produktionsstress, wie jetzt? Erzähl mal. Also ich bekomme ja schon einiges mit, hier ist ganz schön viel los. Zeig mal ganz kurz, machen wir hier kurz einen Schwenker. Normalerweise bewegt er sich schneller, ja. Also erzähl, du machst deine erste Produktion, deine eigene Produktion. Genau. Wie ist das jetzt? Ja, ich habe jetzt eine Produktionsfirma gegründet. Du wirst in Zukunft nicht mehr mit mir drehen dürfen. Warum das nicht? Ja, war nicht traurig, aber du wirst für mich drehen dürfen. Oh, okay, gut. Ja, also dann bin ich auch gestiegen jetzt auf der Karriereleiter. Ich mach dich groß. Oh, ich cool. Bekannt. Dankeschön. Also du weißt ja, wie du mich hart bekommst schon. Also insofern. Ja, Julie, jetzt erzähl mal, deine erste Produktion. Ja. Wie kamst du dazu? Ich wollte einfach mal was anderes machen. Hast du gesehen, ich habe den Venus abgeräumt ja. Vor ein paar Wochen und jetzt soll ich jetzt noch machen. Ne? Wir haben ja jetzt fast alles vor der Kamera ausprobiert und jetzt muss es einfach weitergehen. Ja, coole Sache. Also im Prinzip deine Weiterentwicklung sozusagen. Genau. Ja, und hast du doch schon länger in der Schublade gehabt, oder? Ja, ja. Genau. Wie lange hast du geplant? Also diesen Dreh jetzt habe ich gar nicht so lange geplant. Das ist, glaube ich, 2-3 Wochen. Mhm. Das ist auch nicht so schwierig. Das Drehbuch ist nicht so kompliziert. Aber man merkt ganz schnell, dass es schon eine Menge Arbeit ist. Also Hut ab für alle, die das sonst gemacht haben. Du bist aufgeregt, oder? Bestimmt, oder? Nee, aufgeregt bin ich nicht, aber so, du hast ganz viel im Kopf. Nichts vergessen. Darum kümmern. Da hast du so viel im Kopf und dann kommen von allen Seiten irgendwelche Fragen. Und natürlich ist das ein bisschen anstrengend, aber es macht ja auch ganz großen Spaß bis jetzt. Ja, also so bisher würde ich sagen, Stimmung ist gut. Essen ist übrigens auch sehr gut. Das Catering habe ich also schon begutachtet. Hast du die Donuts probiert? Noch nicht. Ich habe mir aber ehrlich gesagt schon 2 Tabletten gegessen. Ja? Ja. Die habe ich wahrscheinlich gerade gegessen. Nein, ich hoffe nicht. Habe ich schon. Ich muss glaube ich, noch mal hin und muss mir die verstecken. Aber das machen wir nachher. Juli, ja. Diese Produktion, wir sind natürlich jetzt... Wir beginnen natürlich jetzt erst. Das heißt, dürfen wir schon den Titel verraten oder ist der noch so, dass der vielleicht noch mal geändert wird? Ja, genau. Also bis jetzt gibt es nur verschiedene Variationen an Arbeitstiteln in meinem Kopf. Das hat noch keinen Namen. Nenn mal einen Arbeitstitel, der wahrscheinlich nicht kommt. Den du nicht nimmst wahrscheinlich. Es wird nicht das Wort mit F drin vorkommen. Oh ja, weil wir Vogel. Machen heute nichts mit Fahrrädern. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Und wie lange ist jetzt eigentlich geplant? Nur heute, morgen, übermorgen? Wir drehen heute wahrscheinlich dann auch den ganzen Tag. Ah. Und danach bin ich dann 3 Tage nicht erreichbar an die Welt da draußen. Weil du Urlaub machst. Ich dann. Genau. Wer ist eigentlich heute alles am Set? Wen wirst du heute hier noch vor deiner Kamera haben? Wir haben eine ganz neue Darstellerin. Ja. Die war vorher Webcam Girl, die sich heute mal ausprobieren, hat auch das RDL2-Team im Schlepptau. Das ist die Aita, ich glaube Aita Diamond, aber ich bin mir nicht sicher, was der Nachname ist, aber Aita heißt er auf jeden Fall. Dann Lulu Garten, die kennt es ja ganz gut. Und die Selina Davis, ja. Also quasi von jedem Typ eine rothaarige, eine braunhaarige, eine blonde. Mhm. Und dann haben wir den Dieter von Stein. Ja, schon gesehen, schon gesehen. Gefühlte 100 Jahre dabei ist und unseren Marc Aurel. Das Küken, das Küken. Und dich, Marc Aurel, das Küken, oder? Ja. Kann man das so sagen? Nein. Ist ja, oder? Das Nesthäkchen. Mein derzeitiger absoluter Liebling. Also hat sich gut gemacht. Das Nesthäkchen. Schnell gut gemacht. Ich merke hier so Stiche. Nein. Du wirst dann im Backstage auch natürlich. So für deine Meinung machen können. Ja, das ist ja nicht das erste Set. Nee, natürlich nicht. Darfst. Nee, natürlich nicht. Ja, ich hoffe doch, mir eine Meinung machen zu dürfen. Also eine Meinung ist natürlich schöner, als am Ende zu sagen, ich weiß nicht. Ja, genau. Nein, Quatsch. Also ich denke so, also bisher würde ich sagen, Darstellerauswahl top. Ja, hübsche Mädchen und auch hübsche Männer. Insofern. Wir reden von Dieter, oder? Den müssen wir uns auch noch mal vor die Kamera holen, die Dieter war. So, und vielleicht frage ich den Marc auch mal. Ja? Später. Ja, vielleicht wollen die Damen mehr über ihn wissen. Meinst du, hat er noch was zu erzählen? Wer ist der Mann hinter der Fassade, oder? Was meinst du?
Ich weiß nicht, ob da so viel das zu ist. Schon, das ist schon so ein Schlingel eigentlich, hat gehört, der Marc, oder? Ja, ich weiß, er hat einen Schlingel. Ah, er hat einen Schlingel. Der webt meistens, aber anständig. Ja. Naja, also wie auch immer. Also Julie, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr zuschaltet, ja, und demnächst dranbleiben. Wo kann man das verfolgen? Wann wird's den Film geben? Im Dezember wird der Film rauskommen. Weihnachten also. Wisst ihr, was ihr auf dem Zettel zu stehen habt? Für alle die, die noch nicht wissen, was sie haben wollen. Und ja. Ja, na dann, also. In diesem Sinne, mit viel Zimtstern und Mandelkipfel, nennen die das so? Ja, ich ja, glaube schon. Haut rein. Vanillekipfel heißen die Mandelkipfel. Ah.